Ah, ja, so komme ich in die anderen Zimmer jetzt rein, ne? Scheiße, ich komme nicht mehr da rein. Wir waren jetzt nicht im Klo, wir waren nicht im Badezimmer. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Aha. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. So. Na dann hinein da in die gute I Stube. spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Ein Hoch auf dich, Dankeschön. Hey In Seasons, thank you very much for your follow. Die hatte jede Menge Käfige. Oh mein Gott! Da sind auch überall die Daten dran. Lurpy. Den Namen kann ich nicht richtig lesen. Rob. Rob. Lurpy. Purply. Furpy. Surpy. Are you kidding me? Okay. Alles klar. Großmutter Idi hatte eine ganze Menge. Ich bin doch schwanger, oder nicht? Also Entschuldigung. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Das sind wahrscheinlich die, die sie jetzt auch trägt, ne? Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Louis, das ist doch ihr Bruder, ne? Ihr anderer Bruder. Der eine. Guck mal, da haben wir ein paar Hände. Molly 1943, Barbara 1949, Calvin und Sam 1952 und Walter 1955. Sind das alles ihre Kinder? Welche davon ist jetzt ihre Mutter? Nicht Molly, wahrscheinlich auch nicht Barbara. Barbara ist auch nicht so alt geworden, ne? 16, glaube ich, hatten wir gesehen. Ach, da sind noch mehr. Da haben wir Dawn 1970. Gus 1971, Gregory, Louis, Milton und Edith. Ach, dann sind es wahrscheinlich ihre Kinder und ihre Enkelkinder. Louis und Milton sind ja ihre beiden Brüder und Edith. Dann könnte vielleicht die Mutter vielleicht Dawn sein? 1970, Kinder geboren 1995, okay, mit 25, why not? The room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Okay, das ist ja cool, wie man die Geschichte hier erlebt. Einmal durch den Traum von der einen Tochter, dann hier durch so ein typisches, wie heißt das Gerät? Das hat bestimmt einen Namen, oder? Odin, 1880 bis... Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Aha, der Ursprung liegt weit in der Vergangenheit, ja. Klappen wir das wieder zu. Odin Finch, Mysteries of Death and Thereafter. Aha. Oh, er hat ein Buch dazu geschrieben. Er war Schriftsteller. Sven und Edis Zimmer ist das. Ach ja, hier sind wir jetzt reingekommen. Norwegian Folk Tales. Aha, sie brauchte jede Menge Medikamente und Sauerstoff. Und wie gesagt, zu Fuß war sie auch nicht gerade gut unterwegs.
Komisch, dass manche Bücher hier immer und immer Even wieder in your 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Aha, okay. Ein Babyfoto. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Aha, ihr Mann ist von einer drachenförmigen Rutsche erschlagen worden. Dragon kills Finch. Tragedy strikes. Finch Family Pond what? Celebration turns to. Keine Ahnung. Da hat auf jeden Fall jemand mit Holz gearbeitet. Ah, das war wohl Sven. Hat den richtigen kleinen Schrein hier bekommen, hm? Build 1937. Sven Finch. Oh, da haben wir noch was. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Und damals auch schon recht rüstig, ne? Wie man das hier so sieht. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Viewmaster heißen die Dinge. Oh, danke schön. Mole Man beneath the Finch House. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch House. My mom was furious. Stinkt sauer. Okay, da haben wir noch ein Zimmer, in das wir vielleicht reingehen können, ne? Genau. Oh, dieses Zimmer hier. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Ja, ziemlich markant. Guckt euch diesen Teppich hier an, das ist... Also, wenn Molly geträumt hat, sie wäre ein Tentakelmonster, dann weiß ich warum. Wegen dieses Badezimmers hier, auf jeden Fall. Sagt Naharim. Guck mal, was hier alles rumliegt. Noch mehr Pillen. Tyrrhenier National Park. Wo heißt es? Mount Rainier? Wahrscheinlich, ne? Ah, schon wieder was Verschlossenes. Und das Bild vom versinkenden Haus. Wer ist denn so bescheuert und nimmt auf dem Weg von Norwegen nach Amerika sein Haus mit? Wie blöd muss man denn sein, bitteschön? Da, Alkoholiker unterwegs. Ah, ja, okay. Gut, Edie musste natürlich im Sitzen duschen. Wie creepy. Jetzt bin ich gespannt. There's a secret in this bathroom by Sven and Edie Finch. Aha. There's a secret in this bathroom. Wie schön. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Huh. Das ist ziemlich cool und es ist im Gegensatz zu Siberia 3, jetzt hier mit dem Gamepad gespielt, wirklich total logisch, was ich machen muss. Ich habe, der eine Stick ist für die rechte Hand, der andere Stick ist für die linke Hand. Und tatsächlich ist es total schnell und eingängig, wie man hier die Steuerung bedient. Oh, okay, da geht es noch irgendwie weiter. Ich gucke erstmal hier. Fotos. Calvin Finch. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Mhm. Ja, ist ja der richtige Ort, um Fotos zu entwickeln. In so einem Kämmerlein hier. Milton. Milton war auch hier.
Milton ist doch der verschwundene Bruder. Dann mag sie vielleicht recht haben und er ist wirklich im Haus verschwunden. Oh mein Gott, stellt euch vor, der Leichnam liegt hier irgendwo und Edith findet den irgendwann. So, wessen Zimmer ist das? Aha, da ist irgendwie noch was Geheimes, ja? Ich glaube, da hatte jemand einen geheimen Rückzugsort. Ist das Edie? Edie, die gerade anzeichnet, wie groß der Sohn ist? Teilweise sieht die Einrichtung aber echt ein bisschen modern aus, oder? Odin Finch. Nationalpark. Es gibt einen Odin Finch Nationalpark. Wahrscheinlich hier auf der Insel. Es ist ein Jungenzimmer. Oder haben wir zwei Betten? Oh, wir haben zwei. Da ist vor Calvin. Und das ist vor Sam. Calvin und Sam. Was ist mit denen wohl passiert? Oh, der konnte hier in sein Bett springen. Nest. To Command Center. Ah, okay, da kommen wir dann dahin. I knew Grandpa Sam had a twin. Hatte. And that he never talked about him. Mhm. Explore the universe. Es sieht so aus, als wäre dieser Zwilling der Träumer gewesen und der andere, ja, so ein bisschen der bodenständige Typ, ne? Also sehr unterschiedlich hier die Zimmer, die Zimmerhälften. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Mhm. Calvin, 1950 bis 1961. Das hat dann wohl die Edie gemalt, ne? 11 Jahre. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Oh, Bein gebrochen. Oh, ich muss das zusammen machen. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. What? I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. Komm, werd mal langsamer. Sie haben irgendwie... Es wurde doch nach Essen gerufen. Kann ich nicht aufstehen? Huh? Entschuldigung. Zurück. Kannst du nicht... Ich glaube, er muss weiterschaukeln, oder? Sonst erzählt er uns die Geschichte nicht. Wir schaukeln einfach weiter. Mal gucken, vielleicht ruft die Mama nochmal. Vielleicht kommt sie auch raus und zieht uns an den Ohren ins Haus. Oder wir stürzen gleich über die Klippe. Beim Schaukeln. Dann wissen wir wenigstens, wie er gestorben ist. Ah, wir gucken mal, wie hoch wir noch kommen. Ja, ich habe da so eine Idee. Ich glaube, wir kippen hier gleich. I told him going around was impossible. Okay. Maybe if I hadn't said that. Der hat versucht, einen Überschlag zu machen. Oh Gott. Calvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up.
Oh Gott. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. Oh Gott, wir sind so hoch. That's what I want to remember about my brother. Scheiße. Das ist nicht schön, das Gefühl in den Händen übrigens mit dem Controller. Today he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Boah, ich hab Herzklopfen bis zum Nick, geht nicht mehr. Scheiße, aber wie viele Kinder sind schon aufgrund solcher Dummheiten ums Leben gekommen? Irgendwo rumgeklettert auf irgendwelchen Zäunen und dann oben in die Spitzen gefallen oder sowas. Scheiße. Alright, switch rooms and now rugging up seeing it winter over here. Oh. Okay. Calvin starb mit 11. Selbst verschuldet. Molly hat vielleicht alles Mögliche gegessen und starb daran. Odin sank auf den Grund des Meeres zusammen mit seinem Haus. Schauen wir uns an, warum alle anderen Menschen starben, ha? Huh? Calvin. Oh Mann. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Warum macht man sowas? Hat doch noch ein Kind gelebt. Wieso macht man das? Ja, dein Zwilling ist halt tot. Wir machen da jetzt einfach und denk einfach nicht dran. Der schläft jede Nacht in diesem Zimmer und guckt rüber zur Seite, wo sein Bruder geschlafen hat vorher. Das ist wirklich ganz schön gruselig. Ach, guck mal. Calvin und Sam, der kleine Soldat und der kleine Astronaut. Bin ich so klein? Hä? Ach, wobei, wartet mal. Der eine ist ja nur so groß geworden. Ja, stimmt. 1961. Der andere hat noch bis 68 gelebt oder ist dann eventuell ausgezogen. Man weiß es nicht. So, gehen wir mal hier weiter. Ach, wie süß. Komm schon. Ah. Hä? Ah, nach oben. Nach oben klappen. Wer baut so ein Haus? Na, großartig. The passages were a pretty tight fit. Mhm. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Für kleinere Hände und Bäuche? Ja, mein Bauch ist gerade nicht zu sehen. Wo du gerade vom Bauch sprichst. Ah, okay, wir könnten da entlang. Oder wir können da entlang. Was ist denn das? Ah. Schön, jetzt käme ich also auch von hier aus dahin, ja? Guck mal. Oh, wir kommen in Barbaras Zimmer. Barbara hat ja gelebt von 44 bis 60, ist 16 Jahre alt geworden. Genau, ab da wieder rein, meine Güte. Ist auf den Ellbogen vorwärts robben hier, oder weit, um weiterzukommen. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Ja, wenn solche Sachen hier auch überall im Haus zu sehen sind, ist das doch klar. Sie hat sogar ein whatever, ein Pseudo-Oscar bekommen, ja. Barbaras Zimmer. Gut, sie war am Ende
16, als sie gestorben ist. Das heißt, das Zimmer ist schon ein bisschen teenagermäßig. Sie hat hier ihre kleine Vitrine und anscheinend gab es nur irgendwie den einen Film und vielleicht noch einen. Starlets. Seattle Starlets. Happy Birthday, Barbara? Ist sie an ihrem Ist das Popcorn? Ausgekotztes Popcorn? So sieht es jedenfalls aus. Bob Street. Die Uhren finde ich allerdings ziemlich cool. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Nachdem sie ein Sternchen war, ha? Huh?